Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. In der Dunkelwasserbaustelle. Das schmeckt köstlich. Ja, Zeit wird's für den letzten Schliff. Das heißt, wir werden einige Siedler uns schnappen und zuweisen. Und dabei ist mir eingefallen, das hätten wir eigentlich zwischendurch schon immer machen können. Sobald wir nämlich das Bekleidungsgeschäft aufgebaut haben, hätten wir da schon immer mal gucken können, was für Kleidungen es denn hier gibt, wenn jemand da ist. Nicht die richtige Uhrzeit, hä? Sportliches Brahmin. Ja, da gibt es ein Bett. Hast du gut geschlafen, Schatz? Gut geschlafen, Curry. Gar nicht schlecht, am Getränkeautomaten zu arbeiten. Hey. Suchst du was zum Anziehen? Richtig. Handeln wir. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Großartig. Greaser, Jacke und Jeans, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Oh, Laborkittel, da fällt mir gerade ein, als ich das sehe, wo ich das sehe, hier mit den Laborkitteln. Da habe ich in den Kommentaren gelesen, vielen Dank für den Tipp, dass die Laborkittel, das werden wir gleich mal ausprobieren, sauber sind, wenn Frauen sie tragen und wenn wir den gleichen Laborkittel an Männer geben, dann ist er zerrissen und schmutzig. Das wollen wir doch gleich mal ausprobieren. Jetzt haben wir kein Wasser dabei. So viele Jahre unbeschädigt zu überstehen, das nenne ich Glück. Wer, ich? Ja, tatsächlich. Hey, wie geht es dir? Aber unsere Lucretia war ja auch tiefgekühlt. Eigentlich könnten wir die ganzen Klamotten hier auch mal verkaufen. Na egal, wir können auch Wasser verkaufen. Getränke, wie das Herz begehrt. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Aber geht doch. Kronkorken. Hi. Ich glaube, ich hab was in deiner Größe. Das schmeckt köstlich. Zeig mal, was du so hast. Großartig. Prima. Waffen brauchen wir im Moment nicht. So verdammt hungrig. Ja? Hi. Willst du was kaufen? Na klar, zeig mal, was du hast. Klar, ich schau's mir an. Hier ist mein Angebot. Ja.
Was hast denn du? Hallo. Brauchst du eine Rüstung? Na klar. Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Ja, wir brauchen nur die Kampfrüstungsteile, die Bleiverkleideten und Polymerverstärkten. Oh. Ja, ein kleines Trinkgeld geben wir. Oh, das ist aber schon ordentlich. Ach, wir brauchen noch eine Kiste für die Sachen, die wir dann irgendwann mal nach Sanctuary Hills tragen wollen. Hier zum Beispiel die Kampfrüstungsteile. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Nein, ich habe euch das alles gebaut hier. Da suche ich doch keinen Ärger. Haha, wieder gewonnen. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Ja? Ah, das ist praktisch. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Klar. Probieren wir das mal aus. Ein Laborkittel für dich. Anziehen, der müsste dann schmutzig sein. Schmutzig ist er. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Na, wo kommt der jetzt hin? Oh, ich fand das daneben eigentlich ganz gut. Den Platz. Ja, damit niemand behaupten kann, wir hätten den anderen Laborkittel dann genommen. Einer, der ohne leeren Magen endet. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Dein Laborkittel ist total schmutzig. Zieh dich mal wieder um. Und wir nehmen deinen schmutzigen Laborkittel und halt, warte mal, du bekommst den hier. Ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Genau. Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los. Und bei ihr müsste der also sauber sein. Ist uns noch nie vorher aufgefallen. Nein, wo ist er denn? Hier ist er doch. Und tatsächlich, Frauen haben saubere Laborkittel. Männer die schmutzigen. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Was? Ihr habt alle schmutzige Laborkittel, wenn ihr Laborkittel habt. Das Zeug ist besser als Nuka-Cola. Ja, du nicht, Curry. Ja? Wir brauchen mehr Frauen hier. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Ich werde mir das noch angucken. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Endlich schönes Wetter. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Ja? Das schmeckt köstlich. Na, das wird jetzt etwas knifflig, den Rest der Bande hier zuzuweisen, weil wir einfach zu wenige Outfits haben für die Leute. Laborkittel brauchen wir doch nicht mehr, oder? Ja, doch, eine könnte vorne noch stehen. Da haben wir noch eine Krankenstation, eine kleine Erste-Hilfe-Station.
Das Palettenkleid hier am Getränkeautomaten sollte jemand stehen. Und das saubere, cremefarbene Kleid, haben wir das nicht verteilt für die Frau am Verrobter? Wenn es dafür eine Frau gibt. Frauenmangel hier in der Siedlung. So viele Männer, so wenig Frauen. Gar nicht schlecht, am Getränkeautomaten zu arbeiten. Ach so. Wir können ja mal bei unseren Händlern aus Bunker Hill gucken, was die so noch für uns haben. Wo ist denn Gammelkala? Ist sie schon wieder abgehauen? Cricket ist noch da. Ein einfaches Leben ist das nicht. Ach. Gibt es hier nur Farmer? Nur Farmer. Die wollen nur Impro-Pistolen und Munition. Wo sind die Verrückten, die sich nach Mini-Atombomben sehen? Gammelkala ist wohl schon weg. Die kann man leider auch nicht herbimmeln oder so. Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Und hier ist auch noch niemand zugewiesen, oder? Nein. Na, wen nehmen wir jetzt dafür? Was? Hi, wie geht es dir? Oh, perfekt. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Okay. Perfekt. Das passt. Du bist der neue Plünderer hier. So. Dann plünder mal los. Da. Ach, sie ist zugewiesen. Das schmeckt köstlich. Oh, wir haben viel zu wenig Schutz. Hier fällt mir gerade auf. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Ja, die Frauen sind wohl alle zugewiesen jetzt. Er ist doch kein Versorger hier vorne. Niemals nicht. Wie kommt das denn? Zugewiesen? Das Bild ist das Richtige? Ja, er ist eine Wache, aber warum steht der Versorger dran? Du bist ein Siedler. Ach so, ja, und das dauert bei dir wohl, bis du deinen Platz findest. Okay. Das war vielleicht mal ein Versorger. Vielleicht ist das der Typ, wegen dem können wir die Versorgungsroute zwischen Sanctuary Hills und Dunkelwasserbaustelle vielleicht nicht abbrechen. Vielleicht ist der das. Ja, aber was machen wir denn dann mit dem? Oh, vielleicht erstmal irgendwo anders zuweisen. Der rennt ja echt schon lange hier rum, so wie er aussieht. Jetzt ist er weg. Hat sich im Klingenkorn versteckt. Hoffentlich verläuft er sich nicht. Ja, wir brauchen mehr Wachen. Oh, da
ist jemand zugewiesen. Hier außen müsste auch noch irgendwo eine Wache stehen. Da müssen wir vielleicht ein paar Leute mal hier rüber schicken oder später mal gucken, ob da durch den Rekrutierungsfunkleitstrahl ein paar Leute dazugekommen sind. Die Moral hier liegt bei 67, also es könnte sein, oder? Betten sind genug da, Essen, ja, es geht. Wasser ist auf jeden Fall genug da, Energie, Schutz. Ja, vielleicht kümmern wir uns ein wenig um den Schutz noch. Und dann können wir die Türen einbauen. Das ist ja so klar mit dem Brahmin hier auf der Treppe. Schön ruhig ist das hier. Da möchte ich jetzt nicht alles zuballern hier mit den Geschütztürmen, die ja dann doch ganz schön viel Radau machen. Aufs Hotel, die Geschütztürme. Wenn die da reinschießen, also gerade Raketenwerfergeschütztürme, die würden jedes Mal dann die industriellen Wasseraufbereiter zerstören. Vielleicht verzichten wir ja komplett auf irgendwelche Geschütztürme. Ja, man hat früher gesagt, Essen plus Wasser plus eins. Das wäre der Schutz, den man bräuchte. Ich habe aber in den Kommentaren gelesen, dass dem wohl nicht so ist. Einfach ein bisschen Schutz hinstellen. Wenn es grün ist, ist es okay. Also bin ich mir da jetzt auch nicht mehr so sicher, wie das heute berechnet wird. Aber ja, normalerweise ist das sowieso immer so eine... Haben wir festgestellt, das ist sowieso eine zufällige Sache. Wenn wir den unten hinstellen. Also die wir eingelagert haben, die können wir ja hier tatsächlich irgendwie mal draufstellen. Ich denke, diese Lasergeschütztürme, die werden auch nicht so viel Schaden anrichten, oder? Damit Schrotflintengeschütztürme. Und dann haben wir noch die Scheinwerfer. Naja, die machen auch nur Lärm. Lasergeschütztürme. Einen normalen Lasergeschützturm haben wir noch. Das Verkabeln wird spaßig gleich. Ja, da hatten wir ja sowieso nicht sehr viel hier. Scheinwerfer. Und die Raketenwerfergeschütztürme dann vielleicht nach außen hin. Von außen kommen ja auch schon mal Angriffe. Dann können die wenigstens in der Siedlung nichts kaputt schießen. Ja, aber die könnten auf uns schießen, wenn wir kommen.
Das ist wohl außerhalb des Baubereichs da unten. Ja, und wie gesagt, das Verkabeln wird spaßig dann. So, dann bekommen die Brahmine hier ein bisschen Licht. Und das Sumpfgebiet außen. Wer will denn in dem Hotel wohnen, wenn es so einen Krach gibt da überall? Ja, vielleicht bauen wir lieber auf die andere Seite noch ein bisschen was hin. Ja, das reicht aber so. Schade, das passt nicht. Das geht auch nicht, aber das geht da dran. Ja, und ich sag's nochmal, ich schalte die ganzen Dinger gerne in Kette. Ich weiß, das sollte man eigentlich nicht machen. Damit, falls eins ausfällt, damit die anderen dann noch Energie haben. Aber ich mache das ganz gerne, ich schalte die ganz gerne so in Kette, damit, wenn was ausfällt, damit wir dann sehen, dann fällt gleich alles aus, dann wissen wir ja, irgendwas muss da repariert werden. Wobei, bei unserem Level ist das gar nicht mehr so wichtig jetzt. Naja, aber hier so mit der Meyerlurk-Königin, die dann hier schon mal auftaucht. Aber wäre das vielleicht doch ganz sinnvoll, wenn man da sich ein paar Gedanken drüber macht. Über die Verteidigung, die richtige. Ja, aber wir machen das immer so, dass wir die so in Kette schalten. Ja, dann brauchen wir nur noch hier draußen Energie irgendwie. Oh. Oh nein. Oh. Verfälscht das Ergebnis etwas. Mit dem größten Balken. So, damit bedanke ich mich. In der nächsten Folge geht's weiter mit der Verkabelung. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Müssen wir wirklich aufstehen? Daumen hoch für euch. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.